kürzeste steht am langen Pfosten. Am kurzen Pfosten. Oliver Kahn. Fünfmal den DFB-Pokal gewonnen. Und 60 München holt sich den Ball. Danny Schwarz. Oli Kahn. Gute Chance hier des 32-Jährigen. Der so wichtig ist für die Mannschaft, als er nicht dabei war, hat 1860 zweimal empfindlich verloren in der zweiten Liga. Danny Schwarz und Bender außen Birovka. Supergeil. Klasse Schuss von Bender und gute Reaktion. Birovka hier. Und dann Lars Bender gegen Zé Roberto und Oliver Kahn ist da. Seine erste Parade, zum ersten Mal musste er eingreifen nach 60 Minuten. Und er weiß natürlich, wie weh das tun kann, jetzt einen Gegentreffer zu bekommen. Der hat einen Hals. Er will unbedingt mit dem Triple abtreten. Spiel ist nicht eins der besten, aber eins der spannendsten. Ein Pokalkampf jetzt offen, auch nach 83 Minuten. Alles möglich, der FC Bayern drängt, hat die besseren Tormöglichkeiten. Aber 60 steht nach wie vor sehr konzentriert, sehr kompakt, macht das Zusammenspiel sehr, sehr schwer. Hier wieder. Und jetzt gelb für Luca Toni nach diesem, na sagen wir mal, Revanche-Foul. Gelb-rot, denn er hatte schon gelb und jetzt muss er raus. Nach 93 Minuten und 26 Sekunden geht's in die Verlängerung. Selber schuld. Dankeschön. Bitte. Ja, selber schuld ist vielleicht genau der richtige Begriff. Oliver Kahn. Es könnte seine letzte Pokalbegegnung werden dann, wenn sie als Verlierer vom Platz gehen. Burghausen, sie erinnern sich, sogar Elfmeterschießen. Da hat man es noch mal gepackt, gezwungen zum Schluss. Schuss. Richtig gut gemacht von Timo Gebhardt. Besser gesagt, weil 1860 so klasse steht. Ribéry wieder von zwei Wackert und wieder geklärt. Was ist jetzt da los? Liebe Leute. So, jetzt Achtung. Und dann ein kleiner Schubser. Zuerst ein leichter Unterachselgriff. Und dann lässt sich Ribéry hinfallen. Und was macht er jetzt? Herr Gagelmann, gelb-rot für Benjamin Schwarz. Also, jetzt klingt er fast aus und ich finde, die Empörung ist berechtigt. Oliver Kahn ist ein einziges Mal richtig geprüft worden. Ein einziges Mal. Letzte Minute. Muss er sich auf das Elfmeterschießen einstellen? Oder Klose. So, was gibt's? Was gibt's? Er wartet, er wartet, er wartet. Jetzt gibt er Elfmeter. Hat lange gewartet. Hat auch auf den Assistenten geschaut. Und jetzt kommt in diesem ganzen Getümmel Oliver Kahn nach vorne, über das ganze Feld gelaufen. Hier, nochmal. Torrand und Klose. Es ist ein Foul, aber es ist vor dem Strafraum. Wer schießt jetzt oder wer verschießt jetzt? Wir denken an Elverdin, Altintop, erst im Nachfassen. Ribéry. Die sichersten sind sie nicht. Ribéry gegen Schauner. Tor. Nein, Moment, was ist los? Was ist los? Schiedsrichter pfeift ab, Wiederholung. Unglaublich. Unglaubliche Szenen.
Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen. Nur das kann es ja bedeuten. Achtung hier. Ach Leute, da müsstest du jeden zweiten Elfmeter abfeiern. Aber natürlich ist es richtig, natürlich ist es korrekt, das kannst du pfeifen. Entscheidung vertagt. 120 Minuten gespielt und noch 1,30 extra. Ribéry. Und jetzt ist er drin. Der FC Bayern München führt mit 1:0 in der Verlängerung, in der allerletzten Spielminute der Verlängerung. Ribéry, der Matchwinner. Torrand hat ihn richtig umgelegt und Torrand muss gelb kriegen und er bekommt gelb. Szenen da unten, man beschimpft sich gegenseitig, gelb-rot. Der FC Bayern München gewinnt das Viertelfinale mit 1:0 dank Franck Ribéry. Entscheidung herbeigeführt, aber sie haben ganz, ganz lange zittern müssen, ganz, ganz lange bangen müssen. Und sie waren nicht etwa die alles überragende Mannschaft. Von einem Klassenunterschied hat man lange, 120 Minuten lang, nichts gespürt. Tolle Stimmung hier. So geht das 204. Lokalderby zu Ende. Oliver Kahn, Johannes Bekerner hat es gerade gesagt, um ein Haar wäre Ihre DFB-Pokalkarriere zu Ende gegangen. Wieso hat sich denn dennoch alles noch zum Guten gewendet? Ja, sie wäre auch nicht zu Ende gegangen, wenn wir ins Elfmeterschießen gegangen wären. Nee. Dann hätten Sie mindestens einen gehalten? Ja, mindestens einen mehr dann, ja. Wir haben Sie die letzten Minuten erlebt. Sie haben viele Sachen hinter sich in der Nationalmannschaft, in der Bundesliga, in der Champions League. Aber es war doch schon was ganz Besonderes, hier in der letzten Minute noch gewonnen zu haben. Ja, ich habe es im Laufe der Woche schon gesagt. Die Derbys gegen 60 waren in der Vergangenheit immer legendär. Unglaubliche Spiele, sehr emotional. Die 60er sind natürlich weit über ihr Leistungsniveau, um gegen uns mitzuhalten. Aber ich denke, wir haben einfach zum Schluss die letzten 10 Minuten in der Verlängerung einfach einen Tick mehr gemacht. Und deswegen haben wir das auch verdient dann gewonnen. Danke, Oliver Kahn. Danke.